Oh, der Taurus ist fertig. Sehr gut. Taurus ist fertig. Dann schicke ich die Jungs mal zum Trainieren. Ihr geht essen, ihr geht essen, ihr geht trainieren. So, ein Skelett weg. Bong. Und du kannst doch ein bisschen verbritzelt werden. Ah, toll, die haben auch wieder ihren Fernkämpfer verloren. Aber wir haben zum Glück jetzt genug. So, der beschwerte Taurus. Den würde ich gerne einfach mal teleportieren, nämlich hierhin. Ihr könnt was essen. Dann kriegen alle erst einmal Rüstungen, damit sie länger leben. So, du kommst damit rein, kriegst auch eine Rüstung. Am besten auch gleich eine Waffe für die Stärkeren. Wie Taurus und Schreckenslord. Und dann porten wir alle schon mal hier hin. So, die letzte Rüstung. Da werden noch ein paar Waffen in Auftrag, sind noch im Auftrag. Ja, am Anfang dauert das immer ein bisschen. Heroes are entering your dungeon. Helden wieder mal im Dungeon. Ah ja, die sind Pustekuchen. Vor allem, wenn sie zuerst da unten hingehen. Und sich jetzt mal ordentlich besaufen, kann ich sie erstmal ignorieren. Life. What's the point anyways? So, Skelette weg. Nekromanten weg. Pumpen sehen noch okay aus. So, alle Gegner tot. Helden sind beim Saufen. So, und jetzt brauche ich hier einen Weg, weil hier kommt auf die Seite das Arcanum und auf die Seite der Monsterbau, also der Thronsaal. Life. What's the point anyways? So, gucken wir mal kurz da rein. Da müsste denn diese Albino-Ratte direkt sein, wenn ich das richtig weiß. Nee, Schreckenskurs. Okay, das ist auch irgendwie, was da drin ist. Schreckenskurs-Szene und eine Kriegskurs-Szene. Okay, finde ich das nicht. Aber wir haben es getötet. Und ich glaube, dafür gab es eine Rune. Weil Gold haben wir keins gekriegt jetzt. Okay, ich habe 2 Punkte. Wo könnte ich die reinstecken? Nirgends. Ich muss auf den Monsterbau jetzt sparen. Und so viele DECs habe ich gar nicht mehr zum Freischalten. Nun ja, ich könnte vielleicht die da noch freischalten. Um das hier. Nee. Das bringt es fast gar nicht. Ich könnte die hier machen. Kostenlose Einheiten. Die Helden sind vergiftet und sind platt. Das ist immer sehr schön.
Eigentlich muss ich wirklich solche Plattmacher hier hinbauen und dann dahinter. Dann die Fleischklopfer, also so Säurefallen und so Plattmacher. So, diese totgeben Materialien, sehr schön. Gut, Arcanum. Das hätte ich gerne hier so hier unten. Und einen direkten Weg durch. Und euch porte ich mal alle hier hin. Weil wenn ich euch direkt vor den Eingang porte, habe ich schon öfter den Fehler jetzt gemacht. Dann geht die Zwischensequenz los. Here I go again. So, gehen wir mal da rein. If it isn't the extraordinarily nutty engineer here to pay us a visit, hmm? Need some more help to wake your father, wake your demon from his deep slumber? Oh, have we met? Well, Thallus, the goblet of goo, any bells tingling between those majestic ears of yours? Yes, they go ting-a-ling-a-ling all the time. Like beer dripping from your beard down an infinite hollow packed with tiny metal spoons. Except there are no spoons. I said no sugar! Okay. Is there anything I can do for you, Mr. Faust? Oh, yes. I've been trying to get my hands on some candles of appalling scents. Need them to wake the Lord of Sludge, I do. But the blasted candlemakers say they are sold out for moons to come. That won't do. To be sure, I might be able to get you those candles if you have something to offer me in return. Oh, goodly good. Grandpa's wood. I know where you can get one smell stick on the surface. And I'm pretty sure you can find another one in the tower. Wouldn't be much of a dark tower otherwise. Bring me those, and I will give you a nice, juicy reward. Consider it done. Two candles of appalling scent coming up. By the way, you don't happen to have that reward on your person at this very moment? Oh, yesly, yes, for sure I do. I never leave home. Let me rephrase. I never get thrown out of home without it. So, theoretically, I could just have my Death Slayer do what he does best and then take it from you, without having to waste time on working for it. Brilliant idea. Just shy of the eatable life vest and the strawberry-flavored suppository. Just bear in mind that soon I will be in command of the Lord of Sludge, the most gruesome archdemon ever to soil the Ardanian soil. Not that it should stop you. You do, Deli, do as you darn well like. A new side quest has been added. What's the point anyways? Jo, wir haben ein neues Sidequest bekommen. Wir sollen für unseren verrückten Zwergen, Blitzingenieur, Freund... Oh. Adaba Kadabra! Das ist nämlich auch noch so eine tolle Sache. Wir können Imps in dem gegnerischen Dungeon beschwören. So, springt aber frei. Sehr gut. Und besitzt das Arcanum für mehr Mana. Jawohl. War das eigentlich kumulativ? Nicht kumulative 50 Mana, also bringt ein zweites Arcanum NIX. Nix. Und wir können keine Maskottchen, weil wir das nicht im Index freigeschalten haben. Die sind nämlich hier. Und ob ich die freischalten werde, ist so eine Frage. Ich glaube, als Ersatz für die Rattenmenschen. So, jetzt waschen wir uns aber erst einmal durch das das Reich der Untoten, ja? Ach, da sind noch mehr Gegner.
Da ist nämlich die erste stehende Kerze. So. Umtauschen. Ich habe doch schon 3 Lager, oder? Ja, 1, 2, 3. Jo. Ich brauche jetzt erstmal wieder 4 Punkte für den Monsterbau. Dazu muss ich mal kurz gucken, habe ich 2 untätige Imps zurzeit. Ich kann 2 untätig machen. Die kann ich nämlich dann da reinschicken für kostenlose Einheiten, für die 3 Punkte. Weil die DC-Punkte, die will ich mir nicht entgehen lassen, die bringen es wenigstens. Und immer schön aufpassen wegen den Fallen. Wie sieht's aus mit 2 Heldenfeen noch zum Töten? Dungeon-Stufen können wir noch ein paar Punkte, Überfälle auf jeden Fall. Punkt für den Monsterbau auf jeden Fall auch noch. Die 2 Punkte spare ich mir, weil ich, wie gesagt, da müsste ich 4 Punkte für ausgeben. Das bringt nicht so wirklich was. Zumal ich die Rattenmenschen nicht mehr so toll finde. Wie einst. Einheiten ausrüsten natürlich. So, für den Monsterbau hätte ich jetzt theoretisch genug Ressourcen. Aber ich glaube, ich baue erstmal eine Schatzgrube. So, hier neben den Trainingsraum, um meine Mannequins mit Schätzen zu motivieren. Und das ist ein toller Turm, beziehungsweise umgedrehter Turm, weil das ist ja ein Turm, der nach unten geht sozusagen. Das ist eigentlich ein Kellergewölbe. Und hey, wir haben genug für den Monsterbau. Und DC-Points. Ich glaube, wir haben jetzt sogar für die Schatzgruppe eine DC-Point gekriegt durch das Räume bauen. Nö, doch nicht. Doch, jetzt haben wir das gekriegt. Kann ich mal kurz zeigen. Ja, verschiedene Räume. Wo war das denn? Genau, verschiedene Räume. Weil die erste Schatzgrube irgendwie nicht richtig zählt. Ach ja, wir haben eine kostenlose Einheit gekriegt. Die schicken wir gleich mal trainieren. Ups, das war jetzt gerade verkehrt. Nicht genug Pilze. Habe ich sehr toll hingekriegt. Kobolde. Der Blitzkobolde, die wird sich halt Problem darstellen. Say hello to the boys back home, dead one. Okay, ich glaube, ich gucke mir kurz hier unten. Hier sind nämlich Zellen. Und durch die Zellen, irgendwas habe ich das letzte Mal falsch gemacht. Als ich mich nämlich mal in die Zellen geportet habe, habe ich den Glitch ausgelöst. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich versuche es dieses Mal zu vermeiden. In den Zellen sind nämlich teilweise Helden eingesperrt, die ich nachher moschen muss. So, ich denke mal, ich sollte jetzt aber erstmal die Pumpstation freiräumen. So spare ich mir nämlich ein bisschen Zeit. Obwohl, bevor ich die freiräume, teleportieren wir uns erstmal zurück. Heroes are entering your dungeon. Oh. Helden im Dungeon. Sehr schön, noch ein Fleischklopfer für die. So, schicken wir die mal zum Essen. Genau, das ist mies. Also ja, ich glaube, ich werde den hier durch so einen, genau durch so einen ersetzen.
Boom, alle tot. Alle zu Materialien. So, und jetzt muss ich das hier ein bisschen umgekehrt machen wegen den Pilzen. Das war dann doch ein bisschen doof von mir. So, Squad 3 geht auch mal essen, während ich Squad 1 und 2 zu Materialüberfällen schicke. Ja. Und hup. So, jetzt haben wir das wieder mit den Pilzen richtig hingemacht. Das war ein blödes Versehen.